Donnerstag, 15. Dezember 2011. Wir befinden uns hier in Vetschau. Das liegt auf der Strecke von Cottbus nach Berlin, kurz vor der Autobahnausfahrt. Was sich hier am 28. August 2011 zugetragen hat, das werden wir euch jetzt schildern. Am 28. August 2011 befanden wir uns auf dem Rückweg von Cottbus nach Berlin. 40 Motorräder, 7 Autos. Das Pack war ungefähr 2,5 Meter lang, als plötzlich ein Polizeibulli das Motorradpack probierte zu überholen. Und hier an der Kreuzung auf einmal nach rechts in das Motorradpack reinfuhr und 4 Motorräder zu Fall gebracht hatte. Wir befinden uns ca. 1 Kilometer hinter der Unfallstelle. Genau hier hielt der Polizeibulli das erste Mal an. Alles, was die Beamten getan haben, war, den ersten Teil des Motorradpacks hier ankommen zu filmen. Nach meiner Meinung, ich bin kein Rechtsexperte, war das eindeutig eine Fahrerflucht. Soweit Nico vom Spartaner MC. Warum wir den Vorfall bekannt machen? Weil sich die folgenden Dinge, wie erwartet, so entwickelt haben. Der Unfall wurde von den Medien, die sich sonst in Sachen Hells Angels bundesweit gierig auf jeden Hühnerfurz stürzen, totgeschwiegen. Während die zuständigen Polizeidienststellen eine Auskunft verweigerten und auf die höchste Landespolizeidienststelle verwiesen, wurde dort der Vorfall als ein beim Anfahren selbstverschuldeter Unfall der beteiligten 4 Motorräder dargestellt. War ja klar. Hier ist zu sehen, welche langen Schleifspuren die gestürzten Bikes hinterlassen haben. Von einem Unfall beim Losfahren kann also keine Rede sein. Hier die Spuren dieser gestürzten Sportster. Ein Stück weiter und der Fahrer samt Bike wäre in den Schacht gelandet, mit möglicherweise tödlichen Folgen. Welche Stimmung aufkam, als die zunächst geflüchtete Bulli-Besatzung wieder zum Unfallort zurückkehrte, wird auf diesen Aufnahmen ersichtlich. Was hat die jetzt nicht oder was? Was soll das sein? Die liegen da rum! Mann, ey, habt ihr nicht am Kopf oder was? Wiederum keine Überraschung ist die Art und Weise, wie die zuständige Polizeidienststelle in der Sache ermittelt. Dazu Rechtsanwalt Herbert Hedrich aus Berlin. Nach dem Verkehrsunfall, bei dem es 4 Verletzte gegeben hat, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hat gleich den ersten Zeugen, Nico, derart unter Druck gesetzt, dass er nach der Vernehmung gesagt hat, dass er nie wieder zu einer polizeilichen Vernehmung ohne Zeugenbeistand gehen wird. Das Ziel der Befragung war nach dessen Angaben ganz offensichtlich, nämlich die beteiligten Polizeibeamten reinzuwaschen bzw. alle Verdachtsmomente, die auf ein strafbares Verhalten dieser Beamten hinauslaufen, zu unterdrücken und durch die Art der Befragung auszuschließen. Man stelle sich mal vor, ein von Hells Angels gefahrener VW-Bus würde in eine Kolonne von Polizeimotorrädern hineinziehen und 4 zum Sturz bringen, um danach zu flüchten und frech von der Tankstelle aus zu füllen. Die Medien würden aufheulen wie ein Rudel Hyänen. Jeder Staatsanwalt würde sich um den Fall reißen, das Fahrzeug beschlagnahmen, Führerscheine weg und alle Insassen ab in U-Haft aufgrund einer Anklage wegen gemeinschaftlich versuchten Mord. Denn soweit ist es in diesem von der Innenministerkonferenz aufgehetzten Land von Berlin bis Baden-Württemberg, von Frankfurt bis Flensburg inzwischen gekommen. Die Dame Justitia sollte die Binde statt vor ihren Augen zwischen den Beinen tragen, wegen der ständigen Notzucht, die ihr von Politik und Behörden angetan wird.